paar Tage am Stück frei. Und da habe ich Michael überredet, dass wir mal ein Städtchen nach Hafen machen. Da war ich ja alleine im Winter, im Februar. Und es war ja so schön gewesen. Und da habe ich Michael jetzt überredet, dass wir da mal ein paar Tage hinfahren. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg dahin. Angekommen, wunderschönes Plätzchen. Wir haben vorne einen Platz, ziemlich nah am Wasser. Ja, und mein Mann hat natürlich mein schönes Einparkmanöver nicht gefilmt. Alles andere da gefilmt, aber wie ich fein eingeparkt habe, das hat er nicht gefilmt. Stellplatz ist gut gebucht. Ist voll. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir stehen hier so auf einer kleinen, oder ich stehe jetzt hier gerade so auf so einer kleinen Brücke, und da hinten ist der Stellplatz. Michael sitzt da mit Dolden, und ja, gerade gegenüber, ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, weil das ja so ein Weitwinkelobjektiv ist, ist Neuwarp. Das ist schon Polen. Und wir fahren übermorgen dann zur Familie Dachner, wo ich ja auch war. Und das ist dort hinten. Und hier sitzen die Kormorane auf dem Baum. Ist das geil? Guck dir das mal an. Hier ist was los. Oh.
liebe Videofreunde, wir haben ein wunderschönes Plätzchen direkt jetzt am Wasser und werden jetzt mal schön frühstücken, haben den Tag heute schön ruhig angehen lassen, haben herrliches Wetter. Die schönste Naturkulisse, am allerschönsten ist es, wenn die Schwäne vorbeifliegen, aber das kriegt man das oft so schnell gar nicht rauf, aber das Geräusch ist toll, ne? Ja, also herrlich, so kann das Leben sein. Schön, ne? Ja. So lässt sich leben. So, jetzt werden wir mal schön frühstücken. Kaffee ist wahrscheinlich schon ein bisschen kalt. Nö, schmeckt noch. Hallo. Ja, wir hatten heute einen ganz relaxten, schönen Tag, haben uns gut erholt, haben mal schön draußen an der frischen Luft gesessen. Ich habe Videobearbeitung gemacht, weil ich hänge ja echt total hinterher, dadurch, dass ich Corona hatte und so lange krank war. Was heißt so lange, aber es waren halt doch 11 Tage, wo ich eigentlich nicht wirklich was machen konnte. Das fehlt mir und jetzt hänge ich natürlich hinterher. Jetzt habe ich heute hier ein bisschen Videobearbeitung gemacht, ja, und jetzt habe ich schon ein bisschen vorbereitet, gibt gleich Essen. Und zwar gibt es Salat, Salätchen mit bisschen Radieschen, Tomaten und Eier. Die habe ich gerade gekocht. Und dazu gibt es gegrillte Hähnchenschenkel. Der Chef sitzt draußen und grillt. Ja, und draußen, ich zeige euch mal hier die Sicht, wie wir stehen, wunderschön. Aber ihr seht, es ist ein frischer Wind und das ist ein Ostwind, der ist echt kalt. Also mit draußen sitzen, da muss man sich wirklich warm anziehen. Aber es werden wir trotzdem noch versuchen, ein bisschen, dass wir noch ein bisschen draußen sitzen können, weil frische Luft tut immer gut. Ja, und dann werden wir es heute Abend noch ein bisschen gemütlich machen. Ich werde mal meine Bilder anschauen, die ich heute gemacht habe von den Kormoranen. Ich hoffe, es ist ein bisschen was geworden. Hier gibt es nämlich 2 Bäume. Vorne an so einem Platz, so einem Relaxplatz und da sitzen sie drauf, aber richtig viele. Und es ist immer ein Erlebnis, ich liebe das, Vögel zu beobachten und die Geräuschkulisse dazu. Also das ist schon toll. Und da haben wir vorhin noch eine ganze Weile gesessen und ein bisschen Videos versucht aufzunehmen. Ich hoffe, das ist ein bisschen was geworden. Mal gucken. Das werde ich mir nachher mal anschauen und dann werden wir den Abend gemütlich ausklingen lassen. Ja, also es ist herrlich hier und tut gut und ist auch mal schön für uns, dass wir mal also zusammen sind, ohne dass Michael arbeiten muss und dann immer weg muss, sondern dass wir die Tage einfach so genießen können. Das ist schon schön. Schon toll, wenn man so ein Auto hat. Da muss man echt froh sein und ist Luxus, ne? Ist ganz klar. Uns geht's schon wirklich sehr, sehr gut.